Ja, jetzt, nachdem wir die Struktur von der Addition und so bei den natürlichen Zahlen verstanden haben, will ich noch auf ein bisschen anderes Thema kommen, was aber auch sehr mit den natürlichen Zahlen zusammenhängt, nämlich mit der Kombinatorik. Und Kombinatorik ist ein Teilgebiet der Mathematik, wo man im Wesentlichen diskrete Objekte hat und oft will man zählen, wie viele Objekte man davon hat. Also ganz grob gesagt, Kombinatorik ist das Zählen von Möglichkeiten. Es gibt halt sehr viele Probleme, wo man wirklich irgendwie Auswahlen treffen soll aus gewissen vorgegebenen Objekten und man will wissen, wie viele Möglichkeiten dafür habe ich. Also ganz grob kann man sagen, im Prinzip hat man ja eine vorgegebene Menge und man will davon Teilmengen auswählen. Und bei der Auswahl hat man vielleicht verschiedene Nebenbedingungen. Das heißt, entweder kommt es auf die Reihenfolge der Auswahl an, oder es kann auch darauf ankommen, ob die Objekte unterscheidbar sind oder nicht. Also zum Beispiel, wenn ich Kugeln habe in der Urne. Also die typischen Probleme sind oft Urnenprobleme, wo ich Objekte, Kugeln in der ohne drin liegen habe, dann können diese Objekte alle verschieden sein. Es können also, die Kugeln können alle Zahlen tragen und ich kann die alle unterscheiden. Also so wie beim Lotto, wo ich 49 Kugeln habe. Oder ich kann eine Urne haben, wo ich zum Beispiel Kugeln verschiedener Farbe drin habe. Und dann gibt es rote Kugeln und da unterscheide ich jetzt nicht, welche von den roten Kugeln ich ziehe. Die sind für mich alle gleich. Also es gibt da verschiedene Probleme, wo man halt unterscheiden muss, was wirklich genau die Problemstellung ist. Aber es gibt verschiedene Klassen und es gibt da halt auch ein paar wesentliche grundlegende Objekte, insbesondere auch Notationen, die dem entsprechen. Und zwei von diesen Problemen sind quasi so fundamental, dass die Lösung davon ihre eigene Notation erhält. Und darüber will ich jetzt im Wesentlichen reden. Also es ist einerseits mal die Fakultät und andererseits der Binomialkoeffizient. Und erstmal gucken wir uns die Fakultät an und da zählt man eigentlich die Anzahl von Permutationen. Also Anzahl der Permutation. Und da ist halt die Fragestellung, wie viele Möglichkeiten gibt es, verschiedene Objekte anzuordnen. Also als Objekte, die nehmen wir alle als unterscheidbar an. Also nehmen wir einfach an, ich habe die Zahlen von 1 bis n und ich frage mich, wie viele Möglichkeiten gibt es, die jetzt anzuordnen. Also anzuordnen heißt, es kommt auf die Reihenfolge an. Also ich nehme eine Zahl als erste Zahl, eine Zahl als zweite Zahl und so weiter, bis eine Zahl als n-te Zahl. Und die Frage ist, wie viele Möglichkeiten habe ich dafür? Nicht? Und sowas nennt man Permutation. Also ich frage im Prinzip nach einer Permutation der Zahlen 1 bis n. Wie kann ich die ordnen? Also die große Frage ist, wie viele Möglichkeiten gibt es, n unterschiedliche Objekte. Was für Objekte das jetzt sind, spielt keine Rolle. Daher nehme ich einfach die Zahlen 1 bis n. Ja, also n unterschiedliche Objekte. Zum Beispiel die Zahlen 1 bis n. Zuordnen. Ja, okay. Nicht? Also, sagen wir einfach konkret, wie viele Möglichkeiten habe ich, die Zahlen 1 bis n in Ordnung zu bringen? Nicht? Also, dass ich halt eine erste Zahl hinschreibe, eine zweite Zahl und so weiter. Also die Zahlen 1 bis n alle benutze, aber eventuell in einer anderen Reihenfolge hinschreibe. Ja, okay, also ja, machen wir einfach mal ja, konkretes Beispiel. Nehmen wir einfach mal nur drei Objekte, also die Zahlen 1 bis 3. Nicht? Also zum Beispiel, wie vielen Arten kann ich 1, 2, 3 ordnen. Na ja, gut, und die Lösung davon ist eigentlich sehr einfach. Man muss sich nur klar machen, was für Möglichkeiten man hat. Und natürlich, was macht man? Ich will die Zahlen 1, 2, 3 ordnen. Das heißt, eine Zahl ist die erste Zahl. Dann nehme ich mir halt die erste Zahl. Dafür habe ich drei Möglichkeiten.
Wenn ich die erste Zahl gezogen habe, also an die erste Stelle gesetzt habe, dann habe ich noch zwei Zahlen übrig. Die kann ich beide an die zweite Stelle setzen, also habe ich dann noch zwei Möglichkeiten. Und wenn ich die erste und die zweite Stelle besetzt habe, dann bleibt mir halt noch genau eine Zahl übrig, die muss ich dann an die dritte Stelle setzen. Also im Prinzip mache ich das einfach der Reihe nach. Ich will hier eine Reihenfolge bringen und dann muss ich halt diese Reihen, diese Position alle der Reihe nach auffüllen und ich muss mir nur überlegen, wie viele Möglichkeiten habe ich denn dafür. Also die erste Zahl, da habe ich die Möglichkeit, da kann ich die 1 hin tun, die 2 oder die 3. Wenn ich das gemacht habe, also hier habe ich jetzt drei Möglichkeiten für die erste Zahl. Und wenn ich die erste Zahl gewählt habe, wie viele Möglichkeiten habe ich dann noch? Dann wähle ich halt die zweite Zahl. Was ich da jetzt konkret wähle, hängt natürlich davon ab, was ich für die erste Zahl gewählt habe. Aber andererseits, unabhängig davon, was die erste Zahl war, die Anzahl der Möglichkeiten ist immer gleich. Nämlich ich habe immer noch zwei, die zwei anderen Zahlen, die noch da sind. Also hier kann ich als zweite Zahl jetzt die 2 oder die 3 wählen. Hier kann ich als zweite Zahl die 1 oder die 3 wählen. Und hier kann ich als zweite Zahl die 1 oder die 2 wählen. Also in jedem Fall habe ich hier halt zwei Möglichkeiten. So, ja, und wenn ich die erste und die zweite Zahl gewählt habe, dann habe ich natürlich für die dritte Zahl, die dritte Position, habe ich jetzt gar keine Freiheit mehr, weil es ist ja nur noch eine Zahl übrig. Also hier in dem Fall ist nur noch die 3 übrig. Hier in dem Fall, wenn ich die 1 und die 3 gewählt habe, ist nur noch die 2 übrig. Bei 2 und 1 ist die 3 übrig. Bei 2 und 3 ist die 1 übrig. Bei 3 und 1 ist halt die 2 übrig. Und bei 3 und 2 ist halt noch die 1 übrig. Und hier habe ich quasi nur noch eine Möglichkeit, also gar keine Wahl mehr. Und wie viele Möglichkeiten habe ich jetzt? Jetzt habe ich natürlich insgesamt 6 Möglichkeiten. 3 mal 2 mal 1. Ja, und die Möglichkeiten, die ich habe, also die Permutation, die ich hier kriege, sind jetzt natürlich genau die, die ich hier hingeschrieben habe. Also hier habe ich 1, 2, 3, dann habe ich 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 und 3, 2, 1. Das sind die 6 Möglichkeiten, die ich hier habe und das sind die möglichen Permutationen von 1, 2, 3. Also alle Reihenfolgen, wie ich die 1, 2 und 3 hinschreiben kann. Also insgesamt habe ich hier 6 Möglichkeiten. Und die habe ich hier in einer sehr kanonischen Art und Weise gekriegt, indem ich halt einfach 3 mal 2 mal 1 habe. Und das gilt natürlich, wenn ich n Objekte habe, gilt es halt genauso. Das heißt, ich habe die Zahlen 1 bis n, ich will die ordnen. Für die erste Zahl, also die erste Position, habe ich dann, kann ich eine von den n-Zahlen nehmen, da habe ich also n Möglichkeiten. Wenn ich die erste Zahl festgelegt habe, habe ich noch n-1 Zahlen übrig, dann kann ich mal davon eine wählen. Da habe ich also n-1 Möglichkeiten. Wenn ich dann die erste und die zweite gewählt habe, dann habe ich noch n-2 Möglichkeiten und so weiter. Bis ich am Schluss, an der vorletzten Stelle habe ich noch zwei Zahlen übrig, da kann ich, habe ich zwei Möglichkeiten zum Auswählen und für die letzte Zahl ist alles festgelegt, da habe ich gar keine Wahlmöglichkeit mehr. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten ist jetzt einfach das Produkt von den Möglichkeiten, die ich in jedem Schritt habe. Weil hier habe ich quasi drei Möglichkeiten und für jede von den drei Möglichkeiten habe ich zwei Möglichkeiten. Und allgemein, im ersten Schritt habe ich n Möglichkeiten und für jede von den n Möglichkeiten habe ich dann n-1 Möglichkeiten. Wenn ich dann aber die beiden ersten Zahlen gewählt habe, dann habe ich, egal wie ich die gewählt habe, habe ich dann halt n-2 Möglichkeiten und so weiter. Ich multipliziere das alles also auf. Also was ich hier kriege, ist einfach das Produkt der ersten n-Zahlen. Okay, und das ist halt so eine wichtige Größe, dass die einen besonderen Namen kriegt. Wir haben ja sozusagen, wir haben eine Formel für die Summe der ersten n-Zahlen. Das kann man einfach ausrechnen, aber das Produkt der ersten n-Zahlen, ich meine, da hat man jetzt keine andere Möglichkeit, das auszudrücken, aber das ist so eine wichtige Größe, dass wir der einen speziellen Namen oder ein spezielles Symbol geben, das nennen wir nämlich n-Fakultät. Also das ist jetzt quasi eine Notation, aber eine Notation, die der Lösung von diesem Problem entspricht, die Anzahl der Permutationen der Zahlen 1 bis n zu bestimmen. Also für jedes n in n, jede natürliche Zahl, setzen wir das Produkt der Zahlen 1 bis n, das kriegt einen Namen.
haben, das nennen wir nämlich N-Fakultät. Also ich schreibe N und ein Ausrufezeichen. Ne? Und wir sagen, das ist N-Fakultät und das ist nach Definition einfach eine Abkürzung für N mal N minus 1 mal N minus 2 und so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Ne? Okay, und dazu sagen wir N-Fakultät. Und dann ist es auch ja, wieder die Frage, also klar, wenn ich hier eine natürliche Zahl habe, macht es Sinn. Die 0 ist natürlich keine natürliche Zahl, a priori ist es nicht definiert. Und die Frage ist, macht es Sinn, 0-Fakultät zu definieren? Also es ist nicht klar, was es sein sollte. Im Prinzip multipliziere ich hier wieder nichts miteinander. Nicht? Weil bei 1-Fakultät, da habe ich einen Term, bei 2-Fakultät habe ich zwei Faktoren, bei 3-Fakultät habe ich 3, bei 0-Fakultät habe ich im Prinzip gar keine Faktoren, die ich multipliziere. Und da haben wir ja schon bei dem Produktzeichen gesehen, also da macht es Sinn, ein Produkt über gar keine Terme als 1 zu definieren. Nicht? Und das machen wir hier genauso. Das ist wieder eine Definition, die sehr sinnvoll ist und viele Formeln auch in Grenzfällen richtig macht. Ja, okay. Ja, und hier vielleicht einfach mal ein paar Beispiele hingeschrieben. Gut, also hier, wie gesagt, also 0 Fakultät definieren wir als 1. 1 Fakultät, da habe ich nur die 1, die ich mit nichts multipliziere. 2 Fakultät, das ist halt 1 mal 2, das ist halt 2. 3 Fakultät ist halt 1 mal 2 mal 3, das ist 6. 4 Fakultät ist halt 1 mal 2 mal 3 mal 4, das ist halt 6 mal 4, das ist also 24. 5 Fakultät ist dann 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5, das ist 120 und so weiter. Also das ist einfach nur eine Abkürzung für dieses Produkt. Aber das ist eine, ja, dieses Produkt taucht halt sehr oft auf, also es macht wirklich Sinn, dem extra Notation dafür einzuführen. Und insbesondere ist das halt die Lösung von diesem einen Problem, nämlich die Anzahl der Permutationen. Und das will ich dann vielleicht auch gerade jetzt als Satz einfach nur formulieren, was wir uns hier alles überlegt haben. Also die Anzahl der Permutationen also Permutation heißt verschiedene Anordnungen. Ne? Permutation, der Begriff für verschiedene Anordnungen, wobei ich die Reihenfolge halt unterscheide. Ne? Da kommst du mir halt auf die Reihenfolge an. Das heißt verschiedene Anordnungen von einer Menge von n Elementen und es kommt da jetzt nicht drauf an, welche Elemente das sind, also es sind einfach n verschiedene Objekte und ich frage, wie kann ich die anordnen und die Antwort auf dieses Problem ist halt genau n Fakultät. Nicht? Weil für das erste Element habe ich halt n Möglichkeiten, für das zweite n minus 1 und so weiter. Und dann muss ich das einfach alles durchmultiplizieren. Nicht? Okay. Das ist also eine der kombinatorischen Fragen. Wie groß ist die Anzahl der Permutationen von n Elementen? Und die Antwort ist n Fakultät.